Würdest du dich bitte einmal kurz vorstellen? Ja, da mache ich gerne. Also Falk Heckenkamp ist mein Name. Ich bin Sozialpädagoge, komme aus Münsterland und arbeite aktuell in einer Behinderteneinrichtung und bin aber im Erstberuf Elektriker. Mhm. Und das ist meine Motivation, eben auch hier zu helfen, weil Elektriker eben auch gesucht werden. Genau. Mit wem bist du angereist? Also ganz konkret jetzt an diesem Wochenende mit meinem Freund Kiko, der jetzt hier diese Baustelle auch mit mir zusammen installiert. Und mein Sohn Finn, der war mit dabei, der ist aber heute Morgen schon abgereist. Und noch ein Freund Axel, Heizungsbauer. Und mein Sohn ist auch Elektriker. Das heißt also, wir haben so einen kleinen Handwerkerpool. Genau. Du bist das zweite Mal hier. Wann warst du das erste Mal nochmal hier? Ja, das erste Mal, das ist jetzt auch ganz aktuell eigentlich das vorletzte Wochenende. Mhm. Da waren wir auch 4 Tage hier, da war ich mit meiner Partnerin hier und ihrer Schwester. Und da haben wir so den Einstieg gemacht und haben wir so uns irgendwo dran gehängt. Und jetzt haben wir halt gemerkt, wir haben uns hier so ein bisschen vernetzt, so im Fachbereich Elektro. Und haben so die ganzen Infopoints abgeklappert und sind dann eben... Ja, haben uns da die Aufträge gesucht und sind jetzt hier halt hauptsächlich jetzt die Tage als Elektriker unterwegs. Mhm. Wo schlaft ihr? Also wir haben uns, das ist über meinen anderen Sohn, der war auch schon hier, der Luis, der ist vor 4 Wochen war der ungefähr hier, da hat er so ein Camp aufgetan, das ist im Spessart, das ist so eine Dreiviertelstunde mit dem Auto entfernt, also raus aus dem Gebiet. Und da ist so eine private Initiative, das ist auch so ein Handwerker, Camp, das ist privat organisiert, da stehen Mannschaftszelte, da wird man komplett versorgt, da ist ein Duschcontainer und da stehen wir jetzt mit unseren Fahrzeugen, beziehungsweise wir sind jetzt mit Wohnmobilen da und können dann da super übernachten und kriegen dann Autos gestellt und dann fahren wir halt hier runter und schaffen halt. Mhm. Genau. Was ist gerade an Elektronik zu tun? Wie ist der Stand hier in Brecht zum Beispiel? Ja, also das ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber wir können eigentlich so grundsätzlich sagen, es geht hauptsächlich um Grundversorgung. Das heißt also, da die Energieversorger sind jetzt dabei, die Hausanschlüsse komplett zu erneuern. Und wenn die das machen, dann kommen die Baustromzähler, diese großen Metallkisten, die kommen eigentlich von den Häusern weg. Und wir sorgen jetzt dafür, dass es dann Baustromverteiler gibt. Die werden dann an den Hausanschluss angeschlossen und dann... ist quasi dann die Stromversorgung so rudimentär gewährleistet und wir sorgen halt dafür, dass das halt vielleicht auch ein bisschen weitergeht. Also wir werden jetzt hier noch eine Wohnung provisorisch in Betrieb nehmen, dass da einfach ein paar Zimmer wieder Licht haben und ein paar Steckdosen funktionieren. Aber das Große, das kommt alles noch, das muss man ganz klar sagen. Ja. Was war dein Antrieb, hierher zu kommen? Hast du eine Verbindung zum Ahrtal, zur Eifel? Nein, eigentlich nicht. Also klar, so urlaubsmäßig kennt man das schon. Ahrtal selber war ich persönlich auch ehrlich gesagt noch nie. Aber das ist schon irgendwo so alles so breit in den Medien gewesen, dass uns relativ schnell klar war, wir müssen halt hier hin. Und ja, wir haben auch die ganzen Helferaufrufe mitgekriegt über die Medien und dann haben uns auf den Weg gemacht. Dann kanntest du die Bilder von den Medien. Wie war es dann, als du das erste Mal hier vor Ort warst? Du siehst, ich schlucke. Heute holt es mich halt so richtig ein. Es ist überhaupt nicht zu transportieren über Medien, das kann ich ganz klar sagen, weil das Auge, wenn du hier hinkommst, es nimmt ganz anders wahr. Das Ausmaß wird deutlich. Du hast die Gerüche in der Nase, du kriegst hier ganz andere Eindrücke, du kriegst die Emotionen mit von den Menschen und ist man einfach, finde ich, total gefesselt einerseits. Ich finde, das ist unglaublich, wie stark die Menschen hier sind. Ja, also die haben hier so viel Energie und positive Energie. Und ja, und wir sehen halt auch jetzt durchs Tun, was hier alles wirklich auch zu machen ist. Also es ist wirklich absoluter Kollateralschaden und es ist ja unglaublich. Und ohne Unterstützung ist einem irgendwie klar, geht's nicht. Genau. Gab es einen Moment, eine Geschichte, einen Menschen, einen Ort, der dich besonders berührt hat? Es gibt schon so ein paar Geschichten. Man wird ja dann abends am Lagerfeuer auch so ein bisschen was erzählt. Aber meine persönliche Geschichte, wie eine Hausbesitzerin eben auch erzählt hat, dass wie sie sich gerettet haben, Flut erfahren und vorbereitet und Pumpen aufgestellt und das Wasser stieg und stieg. Und die haben es nicht mehr geschafft, ihre ganzen Habseligkeiten dann noch irgendwie zu retten. Die sind also immer eine Etage höher und sind dann letztendlich auf dem Dachboden gelandet und haben dann nur gehofft, dass das Wasser nicht weiterkommt und sind dann unter der Decke im ersten OG ist es dann stehen geblieben. Dann haben sie irgendwie, ich glaube, ein Fotoalbum haben sie erzählt, Personalausweise, Handys.
Und das war es dann. Und die Schwiegermutter, die eben weiter ein Haus weiter wohnte, die hatte nur anderthalb Geschosse und die hat es halt so gerade geschafft, dass sie da aus dem Fenster raus ist. Und ja, mit Unterhose hat uns die Frau erzählt, da standen wir morgens in so einer Kaffeerunde und da war wirklich Totenstille. Und dass die Frau das dann 76 Jahre schwimmend geschafft hat zum Hang und dann irgendwie noch, ich weiß nicht, 10 Stunden warten musste, bis sie dann evakuiert wurde. Und ja, das war schon, das berührt einen, ja. Du warst jetzt ja schon einmal wieder abgereist. Wie verarbeitest du das? Hier hast du zu tun, bist am Schaffen, musst auch gleich weiter. Ja, der Kollege räumt schon. Ja. Wie ist das dann? Ja, also es geht, also ich komme ja aus dem sozialen Beruf und da lernt man das auch so ein bisschen, ja, die Dinge auch ja, einfach zu besprechen, also mit Freunden, mit Partnerinnen und Familie. Ja, man redet halt auch viel drüber und ich merke halt, ich kann hier überhaupt nicht schlafen nachts. Also ich bin auf den Baustellen nachts und wie gesagt, ich merke es ja jetzt auch heute ganz besonders, dass das schon auch wirkt. Und für mich ist das einfach so eine Motivation dann aber am Ende. Also ich weiß ganz genau, also es wird hier weitergehen. Solange das irgendwie notwendig ist, werde ich auch kommen. Wird noch Hilfe gebraucht? Ja, also was ich schon merke, ist so, dass diese allgemeinen Helfer, dass die schon auch noch, glaube ich, ganz viel zu tun haben, wenn es so um sag ich mal, nicht fachliche Arbeiten geht, ne, diese Stemmarbeiten und so. Aber ich merke schon, es ist so, dieses Fachliche ist jetzt einfach gefragt. Also, wie kriegen wir Strom auf die Anlagen oder auch die Heizungsbauer oder Dachdecker? Das ist schon sehr gefragt. Das sagen die auch an allen Infopointen. Also wir haben uns hier an verschiedenen Stellen auch registrieren lassen und kriegen auch ständig irgendwelche Aufträge und Anfragen. Und ja, die Leute haben hier einen riesen Bedarf und wir müssen schon unterscheiden, was ist wichtig und was ist unwichtig. Also wenn ich irgendwie eine Wechselschaltung auf einer Treppe reparieren soll, dann sage ich auch nein, sondern da geht es wirklich jetzt erstmal hier um die wichtigen Dinge. Hast du einen Wunsch fürs Flutgebiet? Ja, also ich kann allen wirklich nur, oder ich wünsche, dass das hier so, also diese positive, positiven Vibrations, die man hier so mitkriegt von den Leuten, dass sie das so weiter schaffen, dass die so, also die lächeln ganz viel, das ist wirklich ganz erstaunlich, das finde ich ganz toll, dass das so weitergeht und ja, dass also wirklich alle Hilfen, ob staatlich, ob privat ist, dass das hier greift und dass das dann auch wirklich wieder aufgebaut werden kann, wobei man merkt ja jetzt schon, also das geht nicht mehr wie vorher, aber ich hoffe, dass wir alle wieder ein gutes Zuhause kriegen. Ja. Genau. Gibt es noch etwas, was noch nicht gesagt wurde, was du gerne loswerden möchtest? Das kann ich jetzt gerade. Also ich habe 100.000 Sachen im Kopf, aber ich glaube so, das ist das Wesentliche. So. Ja, ich glaube, ich kann nur jeden ermutigen, das würde ich so sagen, der irgendwie für sich klar hat, er möchte gerne was tun und das ist so, wie gesagt, also meine Partnerin und die Schwester, die sind halt keine Fachleute, aber auch die finden hier Arbeit, also jeder, der sich irgendwie fühlt, hier was zu unterstützen, der ist herzlich willkommen und soll es machen. Machen ist hier, glaube ich, das große Wort, ja, genau. Vielen Dank, Falk. Gerne. Danke sehr.